Masquerade Studios. Back to Memories. The Quick Classic Video Game Review. Featuring Gameplay Footage by Der Schmuh. Fuck you! Game on! In der heutigen Episode das Spiel Rick Dangerous 2 für den Commodore C64. Er ist wieder da und sein Auftrag ist gefährlicher denn je. Rick Dangerous, der smarte Held, hat im Nachfolgespiel zum legendären ersten Teil sein Indiana Jones Outfit gegen einen Flash Gordon Raumanzug getauscht. Jump-and-Run-Freunde dürfen sich auf eine Herausforderung im Weltall freuen. Wieder muss Rick sich gegen seinen Widersacher Fat Man bewähren. Der Finsterling hat jedoch nun die Unterstützung durch eine herrschsüchtige Rasse von Außerirdischen. Hier steuert Rick durch 5 atemberaubende, fallengespickte Levels, um das Schicksal der Erde zu bestimmen. Euer Abenteuer beginnt im Londoner Hyde Park, wo ihr eine gelandete Untertasse kapert und endet mit viel Geschick im Hauptquartier des Dicken auf einem fremden Planeten. Rick Dangerous 2 weist alle Spielelemente auf, die auch schon beim Vorgänger zu finden waren. Dem Spiel liegt ein Comic bei, das in das Geschehen auf dem Bildschirm überleitet. Auch die animierten Sequenzen zu Beginn eines jeden Levels wurden beibehalten und sind jetzt noch umfangreicher. Auch wenn die Plattform- und Höhlensysteme, die Rick bewältigen muss, jetzt eher in einer futuristischen Welt angesiedelt sind, so hat sich doch am Grundprinzip nichts geändert. Überall tauchen raffinierte Fallen auf, sind Abgründe zu überwinden und Gegner außer Gefecht zu setzen. In einem Level trifft man sogar auf die rollende Steinkugel aus Teil 1. Ich war platt. Aber auch mit erfrischenden Neuerungen kann Rick Dangerous 2 auftrumpfen. Nicht nur, dass ihr jetzt mit Strahlenpistole und Elektrodendetonatoren ausgestattet seid, ihr könnt an bestimmten Stellen im Spiel auch ein Anti-Schwerkraft-Fahrrad benutzen. Die ersten 4 Level des Spiels könnt ihr jetzt direkt anwählen. Das erhöht die Motivation, denn kommt ihr in einem Level mal nicht weiter, könnt ihr es natürlich sofort an einer anderen Stelle versuchen. Erfreulich ist überdies, dass zumindest beim ersten Spießroutenlauf auf verborgene Schalter mit eingeblendeten Pfeilen aufmerksam gemacht wird. Das Programm ist ohnehin schwer genug und es gibt immer wieder Stellen, an denen man schier verzweifeln will. Aber mit Timing und Präzision lässt sich jedes Problem meistern. Rick Dangerous 2 ist mit einem sauberen Scrolling, einwandfreier Animation und zweckdienlicher, guter Grafik ausgestattet. Alle Spielelemente, die schon den ersten Teil zu einem Erlebnis machten, wurden brillant eingearbeitet, teils verbessert. Die Komplexibilität des Programmes motiviert zusätzlich. Am Ende erhält das Spiel bei seiner finalen Bewertung 73 von 100 möglichen Punkten für seine Grafik. Diese hätte natürlich noch ein wenig besser sein können. Im Vergleich mit anderen Spielen wie etwa Creatures hat natürlich Rick Dangerous 2 das Nachsehen. Denn der C64er war durchaus zu mehr in der Lage. Der Sound bekommt leider nur 38 Punkte von 100 und bewegt sich damit nur im unteren Mittelmaß. Mit dem einzigartigen SID-Chip wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Die Motivation jedoch, die ist ungeheuer groß und bekommt immerhin 94 Punkte. Rick Dangerous ist ein Hit und ein Muss für alle Jump-and-Run-Freaks unter euch. Und natürlich auch heute ein Spiel, das wirklich gut gealtert ist. Fuck you. Danke dir fürs Anschauen dieses Videos und falls du vielleicht noch ein paar andere Videos sehen möchtest, auf meinem Kanal gibt es jede Menge Satire-Videos. Es gibt Let's Shows und Let's Plays von alten C64er und Amiga-Spielen sowie PC-Spiele. Es gibt Retro-Reviews und jede Menge mehr. Ich würde mich freuen, wenn du einfach kommentierst, abonnierst und dir die anderen Videos vielleicht anschaust. Bis bald!